Funkenflug in der Werkstatt, ein oft unterschätztes Risiko. Selbst nach mehreren Metern besitzen glühende Metallpartikel noch erhebliche Energie. Sind leicht entzündliche Stoffe in der Nähe, schnell brennt es. Hier ein Versuchsmodell. Deutlich kann man sehen, dass selbst kleinere Öffnungen noch riskant sein können. Über eine Hebelkonstruktion wird mit der Flex ein Stück Rundmaterial geschliffen. Die dabei durch das verbrennende Metall entstehenden Funken werden durch eine mehrere Meter lange Blechröhre geführt. Am unteren Ende befindet sich ein Blechverschluss, die Funken prallen größtenteils dagegen. Nur im unteren Bereich ist noch ein kleiner Spalt unverschlossen. Befindet sich im Bereich dieser Öffnung entzündliches Material, wie zum Beispiel hier die mit Bremsenreiniger getränkte Stahlwolle, reichen manchmal schon wenige Funken aus, um einen Brand hervorzurufen. Vorsicht,